Moin, ihr Duschis, neue Fakten, los geht's. Der Penis setzt sich aus Penisschaft, Peniswurzel und Eichel zusammen. Der Schaft ist der längere Teil des Penis. In ihm befinden sich drei Schwellkörper, die aus Blutgefäßen und Muskelfasern bestehen. Die Eichel ist die sexuell empfindlichste Körperstelle beim Mann. Der erigierte Penis ist im Durchschnitt 13,1 cm lang. Im Schlafenzustand ist der Penis im Durchschnitt 9 cm lang. Seine endgültige Größe erreicht der Penis häufig erst im 19. Lebensjahr. Größe und Form des Penis sind genetisch bedingt und bei jedem Mann anders. Ein Penis kann fast gerade sein oder eine Krümmung haben, ohne dass es Auswirkungen auf seine Funktion, das sexuelle Empfinden oder die Erektionsfähigkeit hat. Fast jeder zweite Mann ist mit seiner Penisgröße unzufrieden. Der Begriff Mikropenis steht für den Penis eines erwachsenen Mannes, der im erigierten Zustand weniger als 7 cm misst. Das waren die, pass auf, harten Fakten. Das waren die Penisfakten. Schaut euch gerne noch das Hauptvideo zu dem Thema an, da rede ich ein bisschen darüber, wie groß er denn wirklich sein muss. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, wenn ihr mir mal Themenvorschläge schreibt, mir einen Daumen hoch da lasst und ein Abo sowieso und nächstes Mal wieder dabei seid.